Heute spreche ich über Fußballlegenden mit langen Haaren. Es gibt einige Fußballer, die machen sich zu Legende aufgrund ihrer Leistung. Und einige davon hatten sogar lange Haare. Und über die spreche ich heute in diesem Video. Starten möchte ich im wundervollen Italien, in Bella Italia. Und dieser Mann ist Bella Italia pur. Dieser Mann ist Vize-Europameister geworden. Mehrfacher Italiens Fußballer des Jahres. Er ist Weltmeister geworden. Er ist Torschützenkönig der Serie A geworden. Er ist einfach die Kultfigur vom AS Rom. Die Rede ist von Francesco Totti. Ja Leute, Francesco Totti ist die Kultfigur vom AS Rom aufgrund dessen, weil er einfach sein ganzes Leben bei der Roma gespielt hat. Also ein Wahnsinnskicker, hat wirklich Grandioses erreicht in seiner Fußballkarriere und hat einfach auch überwiegend lange Haare gehabt. Im Laufe seiner Karriere hat er auch mal seine Haare abgeschnitten, was meiner Meinung nach auch nicht schlecht aussah, aber die langen Haare haben einfach zu Totti dazugehört. Und er hat die langen Haare eigentlich immer offen getragen und das meistens mit so einem Stirnband und er hatte teilweise sogar mal die Seiten so ein bisschen abrasiert. Das sah dann wirklich noch ein bisschen bulliger und noch ein bisschen gefährlicher aus. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht aus dem Grund, weil es im Spiel einfach ein bisschen windschnittiger ist oder ob es eine Stilfrage war, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Aber wenn man sich die Bilder von Francesco Totti so anschaut, dann hat er irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit mit Gerard Butler, oder nicht? Alle Itakos da draußen würden mich lynchen, würde ich über Francesco Totti sprechen und diesen Spieler nicht mit reinnehmen. Deshalb haue ich diesen Spieler jetzt auch direkt hinterher. Die Rede ist vom Abwehrroutinier, von der Legende vom AC Mailand, von Paolo Maldini. Ja Leute, was soll man zu Paolo Maldini sagen? Ein absoluter Routinier, hat Ewigkeiten beim AC Mailand gespielt, ähnlich wie Francesco Totti auch seinem Verein treu geblieben, hat immer für AC Mailand gekickt und ist auch jetzt noch für AC Mailand aktiv. Und Leute, wenn man sagt, dass dieser Herr tatsächlich dreimal die Champions League gewonnen hat, dann muss man nicht mehr sagen. Paolo Maldini hat seine Haare ähnlich wie Totti auch immer offen getragen und wenn man sich seine Karriere so anschaut, beziehungsweise sein Alter so anschaut, da kann man sagen, umso älter Herr Maldini geworden ist, umso kürzer wurden dann auch die Haare. Also Leute, eine weitere italienische Legende mit langen Haaren und ich kann jetzt auch ohne weiteres wieder vor die Tür steppen, ohne Angst zu haben, dass ich irgendwie von einem Italiener einen auf den Sack kriege. Machen wir einen kleinen Exkurs noch. Franck Ruhig. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr diesen Spieler hier noch kennt. Nein, das ist Monsieur Robert Pires. Pires hat logischerweise seine Fußballkarriere als Franzose in Frankreich gestartet, hat da glaube ich bei Olympique Marseille gespielt, ist dann rüber auf die Insel nach England und hat da unter Arsène Wenger bei Arsenal London wirklich eine hervorragende Karriere hingelegt. Also wirklich Wahnsinn. Zusammen mit Thierry Henry haben die einfach richtig geil gezockt zu der Zeit. Und ja, der Typ hat einfach so ein richtig schönes, rechtes, feines Füßchen, hat mega geile Dribblings gemacht, hat geile Freischüsse geschossen und hat einfach eine überragende Zeit bei Arsenal London gehabt. Pires hat dann noch einige andere Stationen in seiner Karriere, war dann auch in Spanien und hat seine Karriere dann in Indien auf Goa beendet und ist, glaube ich, jetzt auch mittlerweile irgendwie als Funktionär tätig bei Arsenal London. Auf jeden Fall hat Pires, ähnlich wie seine Vorgänger wie Maldini und Totti, auch seine Haare einfach offen getragen. Stirnband dazu, Haare offen, das war auch sein Markenzeichen und irgendwie kann man schon so sagen, dass damals das wohl der Style war. Ja? Also, wenn du lange Haare hattest, dann offen und mit Stirnband. Kommen wir von Frankreich nach Holland, denn zu gutem Wein und guten Baguettes brauchen wir natürlich auch ein wenig Käse. Nicht nur bekannt für seine langen Haare, sondern er wurde auf dem Platz auch Pitbull genannt, war im defensiven Mittelfeld eine richtige Maschine und nicht nur wegen seinen langen Haaren, nicht nur wegen dem Wort Pitbull, sondern auch wegen seiner Brille. Ja Leute, jetzt müsste der Groschen gefallen sein, die Rede ist von Edgar Davids. Ich hatte die Gelegenheit und konnte Edgar Davids tatsächlich mal persönlich kennenlernen. Ist ein netter Typ und ein sehr exzentrischer Typ. Hat man ja auch auf dem Platz gesehen, wie er so auf dem Platz war einfach. Ja, er war schon einfach außergewöhnlich, muss man einfach so sagen. Nicht nur wegen seinem äußerlichen Erscheinungsbild, sondern auch grundsätzlich von seiner Spielart. Der hatte schon echt einiges drauf, hatte auch wirklich grandiose Stationen, hat bei Ajax gespielt, bei Juve gespielt, hat bei Barcelona gespielt. Der hatte echt richtig gute Stationen und hatte halt auch immer eine mega fette Matte auf dem Kopf. Und diese Matte bestand aus Rasterlocken, ja. Also die Rasters musste er sich dann einfach irgendwie so ein bisschen zusammenbinden auf dem Spielfeld. Denn so eine Mähne an Rasters, beziehungsweise so eine Menge an Rasters, ja, die musste er irgendwie halten und die ist ja wahrscheinlich auch richtig schwer. Und er hat sich die dann immer mit so einem Band einfach zusammengebunden. Und wenn er dann privat unterwegs war, dann hat er die eigentlich immer ein bisschen offener gelassen, hat er die nicht so streng gebunden. Also Edgar Davids, eine absolute Legende und eine schillernde Figur im Weltfußball. Und wenn man sich sein Instagram so anschaut, dann merkt man, er versteht sich weniger als Sportler und, glaube ich, mehr als Exzentriker und Künstler. Wollen wir noch kurz über Ruud sprechen? Ja, genau, Ruud van Nistelrooy. Okay, Leute, tun wir den Holländern kurz noch den Gefallen. Ja, Ruud van Nistelrooy hatte vielleicht nicht komplett lange Haare, aber er hatte so mittellange Haare und ist einfach eine absolute Fußballlegende gewesen. Er hat damals
damals beim ManU mega gezockt, ja, und aufgrund seiner Erfolge beim ManU ist er dann zu Real und hat bei Real auch Wahnsinn, was der abgeliefert hat. Also das kann man gar nicht in Worte fassen, denn er ist wohl zu der Zeit einer der besten Stürmer weltweit gewesen, wenn nicht sogar der beste Stürmer weltweit. Also ja, die Holländer, die hatten tatsächlich da einen guten mit dem Rüd. Kommen wir zur nächsten Fußballlegende. Nicht nur zur Fußballlegende, sondern zur absoluten Stilikone. Und ich denke, jetzt wissen schon alle Bescheid, über wen ich spreche. Ich spreche über David Beckham. David Beckham hat nicht nur oft lange Haare gehabt, sondern er hat auch ständig seine Frisur gewechselt. Und man kann das gar nicht so richtig definieren, was für eine Frisur er hatte. Denn wenn er auch eine Frisur hatte, hat er die auch immer wieder gewechselt und auch den Stil gewechselt. Was ich persönlich eigentlich ganz nice finde, also wenn man einfach öfter auch mal seinen Stil wechselt, um seinen Stil vielleicht auch zu finden oder einfach nur, weil man Lust drauf hat. Auf jeden Fall war es bei David Beckham so, auch als er lange Haare getragen hat, hat er seine Haare halt auf diverse Art und Weise getragen. Heißt, man kann nicht sagen, dass er seine Haare offen getragen hat, wie Maldini, Pires oder Totti, sondern er hat einfach mit seinen Haaren herumexperimentiert und hat einfach ja, viel mit seinen Haaren gemacht, auch als sie lang waren. Also David Beckham wird uns nicht nur aufgrund seiner Bananenflanken und aufgrund seiner Erfolge in Erinnerung bleiben, sondern natürlich auch aufgrund seiner Frisuren und auch aufgrund seiner Tätigkeiten, die er außerhalb des Platzes gemacht hat. Und ist mittlerweile, glaube ich, bei Miami unterwegs, macht da irgendwie was in der MLS, ich weiß nicht ganz genau was, aber eine absolute Legende, die auch lange Zeit lange Haare hatte. Und mittlerweile hat er, glaube ich, schon ein bisschen Haarausfall und man munkelt sogar, dass er eine Haartransplantation hatte. Ob das stimmt, das lasse ich jetzt mal so stehen. Kommen wir zur nächsten Legende und diese Legende macht einfach nur Spaß. Allein wenn man schon ein Foto von ihm sieht, muss man einfach lachen, ja. Und wenn man ihn dann spielen sieht oder spielen hat sehen, Leute, das war einfach nur ein Zauber. Und ja, logisch, wir sind nicht mehr in England, sondern wir sind in Südamerika. Es könnte nämlich sogar sein, dass dieser Mann einfach dreimal die Latte trifft, aus dem Volley heraus. Leute, jetzt wisst ihr, über den ich spreche. Ich meine Ronaldinho. Was für ein begnadeter Fußballer. Wahnsinn. Also Ronaldinho hat, glaube ich, eine ganze Ära geprägt an Fußballern. Wirklich unglaublich, was dieser Typ da hingelegt hat. Bei Barcelona war der einfach eine Macht. Man kann es nicht anders sagen. Und es hat einfach Spaß gemacht, ihn spielen zu sehen. Und ich habe ihn tatsächlich auch mal spielen gesehen, bei seinem Abschiedsspiel mit der Seleção gegen Argentinien in Doha. Leute, das ist einfach nur Spaß. Das ist einfach nur Freude pur. Und haartechnisch, ja, was soll man haartechnisch zu Ronaldinho sagen? Also er ist grundsätzlich ja nicht der hübscheste Mensch auf dem Planeten, aber hatte auch lange Haare, ja, hat seine langen Haare immer mit Stirnband getragen. Mittlerweile ist Ronaldinho natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, hat teilweise sogar schon ein bisschen graue Haare. Aber Leute, alles völlig scheißegal. Dieser Mann hat einfach unfassbar überragend gekickt. Aus Solidarität meiner Freundin gegenüber bleiben wir noch ganz kurz in Südamerika und zwar in Uruguay. Meine Freundin kommt nämlich aus Uruguay und diesen aktiven Spieler, noch aktiven Spieler, packe ich jetzt einfach mit in die Liste rein. Er ist zwar noch keine, ja, weltweite Legende, aber auf jeden Fall in seinem Land schon eine Legende und zwar ein phänomenaler Stürmer. Die Rede ist von Edinson Cavani. Edinson Cavani hat auf jeden Fall die Qualitäten, sich noch zu einer Weltfußball-Legende zu machen. In seinem Land ist er wahrscheinlich schon eine absolute Legende und er hat einfach auch eine mega mäßige Mähne auf dem Kopf. Das ist auf jeden Fall Fakt. Edinson Cavani trägt seine Haare beim Fußball eigentlich auch immer offen, hat ein Stirnband um und wenn seine Haare so nass geschwitzt sind, da sieht man gar nicht so ganz so dolle, was er für eine krasse Mähne auf dem Kopf hat. Aber wenn die Haare dann mal tatsächlich trocken sind, ja, dann sieht man, dass Edinson Cavani wirklich ein richtiger Löwe ist. Also der hat wirklich eine richtige Löwenmähne auf dem Kopf und er trägt seine Haare halt auch überwiegend offen. Vereinzelt mal habe ich ihn auch mal mit einem Mähnband gesehen, aber überwiegend hat er dann tatsächlich eine offene Mähne. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die meisten Leute stehen jetzt wahrscheinlich auf dem Schlauch und wissen nicht mehr, wie dieser Mann heißt. Das ist Pavel Nedved. Pavel Nedved ist eine absolute Legende in Tschechien, hat auch wirklich gute Stationen gehabt in seiner Fußballerkarriere, hat unter anderem bei Juventus Turin gespielt und da wahrscheinlich auch seine beste Zeit gehabt. Und Pavel Nedved, ja, ist in Tschechien definitiv eine Legende. Und was die Mähne angeht, ich glaube, seine Eltern haben einfach damals gedacht, ja gut, den Kleinen lassen wir einfach mal die Haare wachsen, ja, weil wir ein bisschen den Friseur sparen wollen. Und die Frisur ist eigentlich dann immer so geblieben. Kann man nicht anders sagen. Also die Frisur hätte tatsächlich mal ein bisschen Schnitt gebraucht. Machen wir weiter mit dem noch aktiven Spieler, der aktuell bei den Tottenham Hotspurs spielt und eine Leihgabe von Real Madrid ist. Leute, ihr wisst, wen ich meine, Gareth Bale. Bales Transfer zu Real Madrid bleibt in den Geschichtsbüchern des Weltfußballs auf jeden Fall legendär stehen, denn dieser Deal, ja, war der erste dreistellige Millionen-Deal ever. Das war überall in der Presse und Cristiano Ronaldo war damals sogar so ein bisschen sauer, dass er nicht mehr der teuerste Transfer von Real Madrid war. Und Gareth Bale, als er zu Real Madrid gewechselt ist, hatte er noch kürzere Haare, hat dann tatsächlich so einen Haarreif in den Haaren drin gehabt, was gar nicht so schlecht aussah, wie ich finde. Und die Haare wurden dann immer länger und länger. Hat dann teilweise einen Half-Ponytail getragen, aber überwiegend dann eigentlich
eigentlich ein Top-Knot. Was zu der Zeit auch absolut Trend war, gar keine Frage, hatte die Seiten etwas abrasiert, teilweise auch einrasiert. Ich muss sagen, es ist nicht mein Stil, aber Gareth Bale lag damit definitiv damals absolut im Trend, hatte dann teilweise auch mal mega lange Haare, also die Haarlänge hat immer variiert, hat die Haare aber schlussendlich immer als Bun, entweder als Top-Knot oder als Man-Bun getragen. Was wäre ein Video über Fußballlegenden mit langen Haaren ohne Zlatan? Kein Video von Fußballlegenden mit langen Haaren. Also Leute, der nächste Spieler muss natürlich hier auch mit rein. Die Rede ist von Zlatan Ibrahimovic. Ja Leute, was soll man zu Zlatan Ibrahimovic sagen? Zu seinen besten Zeiten einer der weltbesten Stürmer überhaupt. Ja, eine absolute Marke, eine absolute Kultfigur. Wahnsinn, ja. Er hatte so viele internationale Erfolge, so viele verschiedene Vereine, wo er gespielt hat. Und auch nur Top-Vereine hat er immer Top-Leistungen erbracht. Also wirklich eine absolute Maschine. Und haartechnisch hat der Schwede überwiegend lange Haare getragen. Hatte kurzzeitig auch mal eine Glatze, also ein Buzzcut. Das fand ich jetzt nicht so cool bei ihm. Die langen Haare gehören halt irgendwie zu Ibrahimovic mit dazu. Also ist auch irgendwie so ein bisschen sein Markenzeichen. Und vom Stil her sieht das ein bisschen aus wie bei Gareth Bale. Denk mal, wenn man Zlatan fragen würde, warum das bei Gareth Bale ähnlich aussieht, dann würde Zlatan sagen, ist doch klar, weil Bale so gut aussehen wollte wie Zlatan. Leute, einfach ein überragender Kicker, ein Weltklasse-Stürmer und der muss natürlich hier in diese Liste auf jeden Fall mit rein. Und last but not least, Leute, ich muss natürlich als Deutscher auch noch irgendeinen Deutschen hier mit in die Liste mit reinbringen. Und mach dir keine Sorgen, Güni, ich hab den nicht vergessen. Günther Netzer gehört natürlich hier in die Liste mit rein. Damals war das einfach so das Motto, glaube ich, einfach let it grow und einfach so lassen, denn ich glaube, von Frisur kann man da irgendwie nicht sprechen. Das war einfach nur, einfach mal wachsen lassen. Ja? Hatten auch viele Spieler damals und Günther Netzer ist sich tatsächlich auch treu geblieben. Er hat die Frisur von damals noch behalten. Er sieht immer noch so aus wie damals, also zumindest was die Frisur angeht und ist einfach eine absolute Fußballlegende. So Leute, falls ich noch eine Fußballlegende mit langen Haaren vergessen habe, dann lasst es mich bitte wissen, schreibt einfach einen Kommentar rein und schreibt doch mal gerne rein, welche Fußballlegende euch mit langen Haaren am besten hier in der Auswahl gefallen hat. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut und schaut euch noch ein paar Fußballlegenden-Videos an, Leute. Ich sag euch, das ist richtig geil.